schaut es so aus, die Hose bombastisch, macht einen wunderschönen Po, wie ich finde. Damit es einen schönen Po macht, das schauen wir uns jetzt genauer an. Zusammen. Ich grüße euch. Für euch gibt es heute ein Halara Unboxing und ich freue mich. Zwei Teile habe ich schon an, beziehungsweise es ist kein Zweiteiler, aber ich finde, das passt so gut zusammen. Das zeige ich euch gleich. Die anderen Sachen habe ich noch nicht anprobiert. Es kamen zwei Pakete. Also heute kam ein, das andere kam gestern. Und gestern war ich schon so aufgeregt und ich dachte mir, wann kommt das andere Paket, das nächste Paket, damit ich dieses Video abdrehen kann und mit euch das erste Mal auch die Sachen ankleiden kann. Bei dem hier, das habe ich auch jetzt erst das allererste Mal. Ich dachte mir, so beginne ich heute das Video. Carlitos meinte schon gerade, ruf mich, wenn da irgendwas dabei ist, was ich sehen muss. Also bei den zwei Teilen hat er eben schon gesagt, super, super gut. Das steht mir sehr, sehr gut. Ich finde auch, dass es sehr schön ist und ich fühle mich auch richtig sportlich und alles, ja. Genau, ich habe ein Oberteil und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hosen. Darunter zwei sehr interessante Hosen, ja. Vielleicht starten wir damit auch gleich. Oder am Ende. Nee, die machen wir am Ende. Genau, das sind nämlich zwei weiße Hosen am Ende. Ich trage ja sehr, sehr gerne helle Sachen. Also, erstmal zu den ganzen Sachen. Die findet ihr alle in der Infobox. Ich bestelle ja sehr gerne bei Halara und freue mich über diese Zusammenarbeit mit denen. Kurz zu mir, ich bin 1,70 Meter groß. Ich wiege aktuell 60 Kilo und habe alles in Größe M bestellt. Also wirklich alles, genau. Passt immer super gut. Ich finde aber auch, dass die Sachen immer sehr elastisch sind. Also sie sind so, wie sagt man, dehnbar, dass man da wirklich keine Angst braucht, dass man da jetzt ja, zum Beispiel zwischen S und M ist und man dann für S oder M halt entscheidet, das passt dann ganz sicher. Weil wie gesagt, die Sachen sind so dehnbar. Also ich kann euch das auch gerne mal zeigen. Die Hosen, das ist der Wahnsinn, wirklich. So, diese Zweiteiler, ich nehme euch gleich mal rüber zum Spiegel. Ich habe mich extra nämlich heute wieder in diesen Raum gestellt, wie früher, ja. Den Spiegel, der ist jetzt nicht angehängt. Genau, ach, da oben habe ich ihn immer drin, kann das sein? Na, wie auch immer, ich habe den jetzt nur dahingestellt, weil ich den sonst ja immer jetzt drüben habe. Also, ein Oberteil, ein Top, ein weißer Top, der ist bauchfrei. Da ich aber einige Hosen bestellt habe, die hochsitzend sind, oder ich glaube fast sogar alle, sehr hochsitzend sind, dachte ich mir, komm, dann muss ja auch ein Oberteil her, was bis dahin geht. Also bei dieser Hose, die ist ja wirklich sehr, sehr hoch. So hoch, dass man eigentlich überhaupt keinen Bauch sieht. Man kann das halt wirklich genau so. Klar, wenn man jetzt hoch macht, ja, dann sieht man so ein bisschen Bauch. Aber finde ich jetzt nicht schlimm. So, ich nehme euch jetzt einmal mit rüber und zeige euch das Ganze mal vor dem Spiegel. Schaut mal, macht mal am besten Licht an. So, also, so schaut das Ganze aus. Das ist dieser Top, der ist schön gemacht. Hinten schaut es so aus, die Hose bombastisch, macht einen wunderschönen Po, wie ich finde. Sitzt halt perfekt an der Haut wie eine zweite Haut. Und auch hier vorne, der Bauch ist jetzt auch nicht zu eng. Es ist mega, das meinte ich eben, ne? Die sind so elastisch, das ist der Wahnsinn. Also da kann man wirklich nicht viel dran falsch machen. Ja, unten eng, genau, mag ich ja sehr, sehr gerne. Ich trage ja unfassbar gerne Leggings und ich liebe es. Also mit, auch jetzt für Winter mit einem dicken Pulli drauf, was bis hierhin geht, mit hohen Stiefeln. Ach, ich liebe es, ne? Und die ist so bequem mit diesem Balkenbund, was ich auch sehr gerne mag. Und wie gesagt, den Top habe ich jetzt nur genommen, weil ich so einen kurzen Top habe ich gar nicht. Und wenn man so hohe ja, Hosen trägt, ist es vielleicht gar nicht verkehrt,
so ein Top zu haben. Gibt es auch in mehreren Farben und auch die Hose gibt es in mehreren Farben. Aber grün gefällt mir halt richtig gut. Wir machen weiter. Wir machen dann weiter mit der nächsten Hose. Was nehmen wir da? Vielleicht habe ich noch eine grüne und zwei blaue. Machen wir doch mit der grünen Hose weiter. Da bin ich gespannt. Die gab es auch in verschiedenen Farben. Ich finde, dieses Grün ist auch sehr, sehr schön. Also es ist ein etwas anderes Grün. Mehr Türkis, kann das sein? Das ist so ein Olivengrün, das ist mehr so ins Türkise, würde ich sagen. Eine chillige Hose. Ich wollte eine bequeme Hose haben mit Taschen. Also sehr hoch sitzen, wie man sieht. Dann hat diese hier Taschen. Ich komme mal näher, um mal diesen Muster zu zeigen. So schaut das Ganze aus. Ist sehr eine dicke Hose. Also die schaut wirklich richtig gut aus. Und was mir an dieser Hose auch sehr gut gefällt, ist halt hier dieses hier unten, dass es hier wieder eng ist. Ne? Weil wie gesagt, das mag ich ja sehr gerne. Hier an der Seite, das ist nicht nur Deko, das ist tatsächlich eine richtige Tasche. Ne? Das ist tatsächlich eine richtige Tasche. Finde ich auch ganz gut. Hast du auf beiden Seiten. Und Moment, so, wie war das jetzt, da so hinten, so, und halt diese großen Taschen. Hinten schaut das Ganze so aus. Na, es ist so eine Hose, die hier so ein bisschen runterhängt, also wirklich so eine chillige Hose. Bin schon total gespannt und ziehe diese jetzt einmal für euch an. Tada! So schaut das Ganze an mir aus. Ich finde die richtig cool, wirklich richtig cool. Das ist eine richtige chillige Hose. Hinten schaut es so aus. Ich finde es mega cool, echt. Ja, hätte hier oben ein bisschen lockerer, fester sein können, aber dennoch, also, ne, die ist hier halt total viel Platz, so wie auch hier unten am Popo. Also so eine richtige Chillhose, fühlt sich gut an, die kann man schön hochziehen, die kannst du auch tief tragen, die ist nicht zu kurz, die passt perfekt, der Stoff ist gut, also richtig gute Wahl getroffen. Echt nicht schlecht, also so in einem hellblau, babyblau, könnte ich die mir auch ganz gut vorstellen. Wir machen weiter jetzt mit zwei blauen Hosen, welche nehme ich zuerst? Vielleicht die. Ah, die fühlt sich richtig gut an. Ah, die ist schick. Also, sehr schön. Die Farbe, ich liebe Blau. Das ist der Farbtonmuster. So sieht es vorne aus. Auch diese hat Taschen. Die ist unten eng, genau, was mir ja immer sehr wichtig ist, ne? Und so auf den ersten Blick sieht es aus wie so ein Pyjama. Ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht wie ein Pyjama aussehen wird. Und was hier ist, am Popo, ist das so ein bisschen, hat hier dieses Muster, damit es einen schönen Po macht. Das schauen wir uns jetzt genauer an. Tada, die blaue Hose. Richtig schön, gefällt mir. Die ist ein bisschen länger wie die anderen, ne? Also hat so ein bisschen Spielraum. Hinten schaut das Ganze so aus. Man sieht hier dieses Muster. Finde ich sehr schön, also es gefällt mir. Ich kann mir richtig gut vorstellen, mit zum Beispiel meinen neuen Sportschuhen, die ich habe, in weiß, dieser Outfit, richtig toll für den Sommer, Kippi auf, perfekt. Gefällt mir richtig gut, aber ich glaube, ich würde auf dieser Hose tatsächlich ein T-Shirt dann anziehen. Genau, ich glaube, das sieht einfach besser aus dann mit Sporthose und so. Dieser Look dann eher für zu Hause zum Beispiel. Also auch das gefällt mir richtig gut und die werde ich auf jeden Fall auch behalten. Perfekt. Wir machen mit der nächsten Hose weiter und danach kommen noch zwei weiße Hosen. Die nächste Hose ist auch eine blaue Hose. Oh, die fühlt sich auch richtig gut an. Allerdings für Sport macht es so, dieser Stoff für Sport eben, ne? Einmal selber gucken. Yay! Auch, ich wollte nämlich eine Sporthose mit Taschen. Also Art Leggings, Sportleggings, aber mit Taschen. Und die habe ich jetzt, so schaut diese aus. Ich habe nämlich eigentlich schon so eine in lila.
Und ich mag die und deswegen wollte ich so eine ähnliche oder die gleiche nochmal haben. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es genau die gleiche ist. Aber wie gesagt, ich wollte eine Leggings mit Taschen eben. So, mit Taschen. Und unten natürlich wieder eng. Und am Popo keine Taschen oder so. Also wie eine Leggings eben, ne? Ja, ziehe ich einmal an und zeige euch, wie sie mir an mir ausschaut. Da ist die blaue Hose und ich muss sagen, wow, wirklich wow. Also die ist wirklich super, wie eine Leggings, nur halt, dass es, ja, eine Hose ist, ne? Kann man für den Alltag benutzen, die ist auch nichts am Popo, also die ist ganz normal. Auch hier vorne ganz normal, Turnschuhe an, ja, ein vernünftiges T-Shirt, ne, würde ich behaupten. Und dann bereit für den Alltag. Also auch die Taschen, ne? Man sieht, die sind enorm groß, lang, also ja, groß. Finde ich richtig gut. Fühlt sich gut an, man kann sich gut hinsetzen, passt sich gut an den Körper an. Die ist verdammt elastisch, also ne, richtig gut, vor allem hier oben auch und hier sowieso. Also hier kann man das Ganze auch tatsächlich enger machen. Das ist nicht nur Deko, das geht einmal drumherum. Also gut gemacht. Also ich finde die Kleidung von der Lara ja wirklich top. Da ist einfach an alles, ja, da wurde einfach an alles mitgedacht. Und die Naht und alles, ne, wie die Hose einfach gemacht ist. Also super schön auch, dass es hier so an der Seite, da sieht man das hier, diese zwei Nähte, die gehen immer komplett bis nach unten. Irgendwie macht das doch viel aus. Also sieht sehr, sehr, sehr hübsch aus. Gefällt mir richtig gut. Jetzt geht's weiter mit den weißen Hosen. Ich weiß, mag nicht jeder. Ich aber liebe weiß. Klar, dann im Frühling oder Sommer, aber weiß ist ja immer so. Und dann noch mit Kindern. Aufpassen. Ja, die erste Hose schaut so aus. Hat Taschen. Sporthose ist auch wieder so ein gleicher Stoff wie der hier. Nur, dass das Muster eben anders ist. Ne? So geriffelt, sagt man das so. Unten eng. Und bei diesen zwei Hosen, da müsst ihr gleich mal reinschauen. So kommen übrigens die Sachen alle geschickt. Da bleiben keine Tierhaare, die haften hier nicht. Das ist das Gute. Du kannst mit der Hand einmal so drüber gehen, falls da was ist, und es geht alles weg. Dieser Stoff ist einfach genial. Die kosten dann auch ein bisschen mehr. Aber ich wollte das Ganze mal ausgetestet haben. Wir haben ja die Schweinchen und da bin ich mal gespannt. Da werde ich bewusst mal mit den Haaren, mit der Hand so mal drüber gehen und bin gespannt, wie das Ganze so, wie das ist, ja, ob sie da was haftet und wenn ich dann drüber gehe, ob die Härchen dann abgehen oder ob sie hier dranbleiben, wie auch immer. Das Ganze will ich gerne testen. Da berichte ich euch auf jeden Fall mal in einem Vlog oder auch auf Instagram. Genau, da solltet ihr mir auf jeden Fall folgen, denn da kriegt ihr solche Sachen mit. So, dann ziehe ich einmal erstmal hier die an. Ne, vorne schaut das so aus. Auch hier kannst du das Ganze zusammenziehen. So, bin gespannt. Weiß, 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 ich liebe es. Weiße Turnschuhe, weiße Cappy, Mary ist bereit. Der Sommer kann kommen. Ich liebe einfach weiß. Ich mag es wirklich sehr, sehr gerne. Die Taschen, die sind recht groß. Hinten schaut das Ganze so aus. Blickdicht? Ja, doch, würde ich behaupten, oder? Wobei man hier jetzt, kann man da reingucken? Das ist eher, oder nur oben ist es so blickdicht und unten halt nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall fühlt sich richtig gut an. Große Taschen. Hier hast du nochmal so eine kleine Tasche mit Reißverschluss. Und unten ist die Hose eng. So wie es mir gefällt. Ich finde, das ist ja eine richtig tolle Hose für die Krankenpflege. Also, richtig gut. Ich wurde ja gekündigt, beziehungsweise die Firma hat ja geschlossen. Ich arbeite ja nicht mehr in der ambulanten Pflege, wie die meisten von euch mitbekommen haben. Und die Hose wäre aber super gut, zum Beispiel für die Pflege. Das hat eine große Tasche, dann diese kleine Tasche ne, für irgendwas Wichtiges. Die ist auch recht groß. Hier mit Reißverschluss.
alles super schön. Ich habe immer sehr gerne auf der Arbeit helle Sachen getragen. Meine Kollegen, also der größte Teil von meinen Kollegen, die haben immer sehr gerne dunkle Klamotten getragen. Auch meine Chefin, die hat immer sehr gerne, ich glaube, tatsächlich schwarz getragen. Ich aber war am Leuchten, ne, in meinen weißen Klamotten. Selbst im Winter tatsächlich. Ja, nicht schlecht. Es geht weiter mit der zweiten weißen Hose. So, die nächste Hose habe ich schon ausgepackt. Eigentlich sehr, sehr ähnlich. Die hat aber keine Tasche unten. Es wird schon extremst dunkler. Draußen ist es so dunkel. Schaut so aus. Also hat Taschen. Jetzt nicht so groß wie die hier. Ich würde sagen, der Stoff hier ist ein bisschen was dicker. Kann es sein. Sicher bin ich mir nicht. Und unten ist die auch eng. Also die ist wirklich sehr, sehr ähnlich. Bin gespannt, ob das Tragegefühl wirklich ähnlich ist oder komplett anders. Genau, ich ziehe es einmal hinten gerade am Vergleich. Der Bund ist auch genau gleich. Ja, doch. So, einmal für euch anziehen. Und das ist die zweite Hose. Um ehrlich zu sein, ich finde die beide gleich gut. Ich wüsste jetzt nicht, was hier anders ist, so vom Tragegefühl. Alles genau gleich. Die Taschen, ich meine, die sind ein bisschen kleiner wie die anderen. Ja, dann hat sie hier diese Tasche nicht. Aber so im Ganzen, die sehen beide relativ ja, gleich aus. Ne? Würde sagen, es ist ja schon fast dieselbe Hose. Gefällt mir aber richtig gut. Also vor allem dieser Band ist ein bisschen fest. Also ich spüre den. Man kann sie auch noch fester machen. Das mag ich sehr gerne hier oben. Und an sich gefällt mir das richtig gut. So ihr Lieben, das war's auch schon zu dem Halara Haul. Wie gesagt, ich bestelle wirklich unfassbar gerne. Ich finde das richtig toll. Auch diese ganzen Röcke, da habe ich auch ein paar. Deswegen wollte ich jetzt keine Röcke bestellen. Kann ich gerne mal wieder im Sommer machen. Die Röcke sind auch der Wow. Das sind ja eigentlich Shorts, aber über diesen kurzen Hosen hast du halt nochmal diesen Rock und das ist der Wahnsinn. Als Mama fühlt man sich dann auch einfach wohl. Ihr wisst auch, wie es ist. Die Kinder kommen, ziehen dann Mama, Mama, komm und guck und dies und das. Und man hat auch eine kurze Hose drunter. Das ist besser, auch wenn man auf dem Spielplatz ist und ja, wenn man mit dem Kind vielleicht auch mal auf die Rutsche geht mit einem Rock, kannst du das tatsächlich machen von Halara. Man kann sich da drin richtig wohlfühlen. Ja, und die Hosen, die sind wirklich mega. Schaut mal bitte, wie dunkel es draußen ist. Die sind wirklich mega. Der Top finde ich auch ganz gut. Ist jetzt nichts Besonderes, aber fühlt sich ganz gut an. Ja, finde ich schön in weiß und gefällt mir richtig gut. Kann mir gut vorstellen, dass das auch mit in den Urlaub kommt. Ist ja noch ein bisschen hin, aber die Zeit, die vergeht momentan ja sowieso so schnell. Das ist ja der Wahnsinn. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns morgen um 10 Uhr wieder. Wünsche euch an dieser Stelle einen wunderschönen Tag. Bis morgen. Tschüss.